Die Schwarze Kinderbibliothek ist eine diverse Kinder- und Jugendbibliothek, die dafür sorgt, Diversität voranzubringen. Also Diversität im Sinne von Literatur. Die Schwarze Kinderbibliothek ist eine Bibliothek für alle. Also jeder kann uns besuchen kommen und Bücher ausleihen. Und das Besondere ist eben, dass wir schwarze Kinder und Jugendliche als Hauptfiguren in den Geschichten zentrieren. Hi, ich bin Sheko, Sheko Ismail. Ich bin Teil des Teams Schwarze Kinderbibliothek in Bremen. Ich bin Maimuna Salah. Ich bin die Co-Leitung hier zusammen mit Sheko in der Schwarzen Kinderbibliothek. Das ist das Regal, mit dem alles angefangen hat. Das ist sozusagen die erste Infrastruktur gewesen. Mit dem Regal hat Sheko damals die Schwarze Kinderbibliothek ins Leben gerufen. Ich glaube, viele Menschen waren nicht so ganz klar, welche Zielgruppe ist dieses Projekt gerichtet. Und da gab es auch Leute, die halt gesagt haben, ja, Schwarze Kinderbibliothek, was ist das? Brauchen wir gerade sowas? Das ist eine Spaltung. Solche negative Sachen muss man halt dann auseinandersetzen. Und dann muss man halt dann eine Aufklärungsarbeit schaffen und sensibilisieren und sagen, nee, das Projekt ist offen für alle, egal welche Hautfarbe die man hat. Und jeder ist dann herzlich willkommen. Also hier ist beispielsweise die Ecke für Jugendliche, so ab 12, 13 Jahre ungefähr. Hier sind ganz viele verschiedene Bücher und unten ist dann so die Ebene von Kindern zwischen 2 und 3 Jahren, wo sie eben auch selber drankommen und sich die Bücher dann einfach selber rausholen können aus dem Regal. Und da oben ist dann eher so Romane, Belletristik und Lyrik. Und hier haben wir so ein kleines Inforegal, wo wir auch andere schwarze Bibliotheken in Deutschland vorstellen. Und dahinter kann man die Ausstellung zu dem Buch Look at Us sehen. Es gab sehr viel positives Feedback von Eltern, die sich diesen Ort für ihre Kinder gewünscht haben. Und tatsächlich auch von vielen erwachsenen schwarzen Menschen, die gesagt haben, ich hätte diesen Ort als Kind gerne gehabt. Und diese Erwachsenen kommen auch nach wie vor und schauen sich Bücher an und werden so ein bisschen sentimental. Und das freut mich immer jedes Mal, weil genau das ist das, was wir damit erreichen wollten. Oder dass auch Kinder hier reingekommen sind und ganz explizit auf ein Buch zugerannt sind und gesagt haben, guck mal, Mama, das Kind sieht aus wie ich. Bei mir war das so, dass ich mit ganz vielen Kinderbuchklassikern aufgewachsen bin. Und die Kinder in meinen Büchern waren überwiegend weiß. Und ich hatte ein einziges Kinderbuch, in dem eine schwarze Kinderbuchheldin präsent war. Und dieses Buch haben wir auch tatsächlich hier. Das ist das Buch Amazing Grace von einer weißen Kinderbuchautorin geschrieben, Mary Hoffman. Und ich weiß, dass ich dieses Buch abgöttisch geliebt habe und nicht nur die Geschichte total toll war, sondern ich einfach direkt gemerkt habe, dieses Mädchen sieht aus wie ich und ich kann mich darin irgendwie wiederfinden. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Bücherkiste für die Kita. Da gibt es dann verschiedene Themen, beispielsweise hier Pappbilderbücher, wo so positive Affirmationen drin sind. Es ist Platz für mich da und mal wird Schwarzsein eben thematisiert und mal wird Schwarzsein gar nicht thematisiert, sondern es ist einfach nur auf der Bildebene illustriert. Es geht nicht einfach nur plakativ darum, dass ein schwarzes Kind immer auf dem Bild zu sehen ist, sondern dass die Geschichte auch einen Mehrwert hat. Und dass der aus so einer diversen Perspektive heraus bestimmt wird. Und das können eben Kontexte sein von, es sind schwarze Kinder, die in den Büchern vorkommen und sie haben FreundInnen, die auch nochmal verschieden positioniert sind. Beispielsweise dann auch im Kontext von Behinderung oder man hat ein alleinerziehendes Elternteil. Was geht damit eigentlich so einher? Also genau, solche Sensibilitäten sind damit dann inbegriffen. Die Bibliothek ist ein Ort für Vernetzung, für Community Space ein Ort, wo auch manchmal politische Lage oder politische Themen auch diskutiert wird. Also das heißt, manchmal gibt es eine Podiumsdiskussionsveranstaltung, wo wir auch bestimmten Themen verhandeln. Genau, also es ist schon so, dass auch viele Menschen herkommen und den Ort nicht so wirklich einschätzen können und dann wir hier auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Also was sind Begrifflichkeiten, die
heutzutage gegenwärtig genutzt werden und welche eher nicht. Was sind diskriminierende Beleidigungen, was sind Fremdbezeichnungen, was sind Selbstbezeichnungen. Und das führt oft zu Austausch, der auch nicht immer so einfach ist, aber total wichtig. Und das merkt man eben genau auch an den Fragen, dass es nach wie vor total wichtig ist, darüber zu sprechen.